kann jeden von uns treffen, egal welches Alter, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht man hat. Um darauf aufmerksam zu machen, findet heute Abend in der Wiener Hofburg der Galaball Dancer Against Cancer statt. Auch viele Prominente wollen sich für dieses wichtige Thema einsetzen und machen heute Abend beim Promi-Tanzturnier mit. It lingered there to touch your hair and walk with me. Why is it awfully late? The fiddle of me, the little baby, will it be mine? Sie crossen la terre. Es ist ja so, man könnte als Prominenter 365 Tage im Jahr Charities machen. Das heute hier ist für mich sehr wichtig. Ich hatte eine Mutter, wie alle Menschen auf dieser Welt, die aber sehr früh mit 58 an Krebs verstorben ist. Und ich suche mir gezielt aus, wofür ich mich einsetze. Und heute kommt auch Geld Leuten zugute, die psychologisch nicht damit umgehen können. Die bekommen dann auch Hilfe. Und der wunderbare Nebeneffekt, mit diesem wunderbaren Mann tanzen zu können, ist natürlich auch ein Zuckerl dabei, aber für solche Sachen setze ich mich sehr gerne ein. War das euer erstes Mal, dass ihr an dem Dance Against Cancer teilgenommen habt oder habt ihr das schon im Blut sozusagen? Na, er ist so quasi, er gehört zum Inventar und für mich war es das erste Mal. Und wie war's? Ich möchte nächstes Jahr unbedingt wiederkommen, vielleicht in der Jury und nicht mehr tanzen. Aber ich habe eigentlich dem Jasa gesagt, wir fangen morgen an für unsere Choreografie für nächstes Jahr. Kann sie nur super werden. Kann nur super werden und wir werden alle Hebefiguren einbauen, die es überhaupt gibt und alle Tänze in einen Tanz vereinen. Es war bei der Generalprobe eine richtige Zitterpartie. Ich habe echt so wie Espenlaub geschickt. Aber das war jetzt, glaube ich, ganz gut, oder? War super. Wie ist die Barbara? Die Barbara ist super. Sogar zu Hause hat sie sich immer noch beschäftigt mit dem Tanzen. Sie hat mich angerufen. Wir gehen gerade die Tanzschritte durch den Kopf. Wie machen wir das? Bis zur letzten Minute haben wir getüftelt, was wir nicht noch anders machen können. Und ich glaube, das haben wir auch ganz gut rübergebracht. Zum ersten Mal der My Aid Award an Fran Drescher verliehen. Was ist das genau für ein Award? Der Award soll zeigen, dass Leute sich für die Krebshilfeforschung und für Prävention einsetzen und wir wollen Leuten, die das tun, auch irgendwo eine Ehrung zukommen lassen, weil es wirklich Knochenarbeit ist, teilweise so eine Organisation zu führen. Oh, it's so beautiful and I'm so happy and I love a snowball. The summer wind, warm summer wind. Ein wunderschöner Abend beim Dancer Against Cancer Galaball geht zu Ende, doch das bedeutet auch gleichzeitig einen Anfang. Ein Anfang vieler neuer Projekte der österreichischen Krebshilfe. Danke an alle, die dafür gespendet haben.